Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play von mir in Dead Kings, der Erweiterung von Assassin's Creed Unity, und darf jetzt mit der Sequenz 13, Erinnerung 4, schlafende Tote wecken, beginnen, was ich jetzt auch tun werde. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit mir. Kurzer Ladebalken. En garde! Ein Chakram aus Indien. So ein gerissener Dieb. Ich hab die beiden anderen gefunden. Und was passiert nun? Keine Ahnung, sag du's mir. Ein Licht gegen die Dunkelheit. Verschwinde, das ist geheim. Warte. Sieh mal. Eine Karte der Höhlen. Das sehe ich mir selbst an. Du bleibst hier. Oh, Mert. Leon. So, wie gesehen haben wir jetzt eine Karte und wieder eine kurze Ladesequenz. So, als Ziel haben wir diesmal wieder die Krypta untersuchen. Da ich dafür jetzt ein längeres Stück durch die Stadt laufen muss, unterbreche ich jetzt einmal hier die Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin jetzt bei der Krypta angekommen und werde mich jetzt dort hineinbegeben, beziehungsweise begebe mich hinein und werde jetzt diese untersuchen. Geht. Hey! Was hast du genommen? Okay, da läuft schon eine Wache rum. Dein Schwert! Das ist dein... Wir müssen hier raus, verdammt! Mal ein bisschen das Feld bereinigen. Ups, da ist noch so ein Wappen. Beenden wir das jetzt! Dein Gold gehört mir! Genau, das glaubst auch nur du. So. Und schmerzlos. Mal gucken, ob ich die Kiste hier noch mitnehmen kann. Ja, gut, kann ich. So. Ja, in der Regel versuche ich immer so, das Feld so ein bisschen zu säubern, da ich dann weniger Probleme habe für... Einer von uns wird sterben! Für die weiterführende, entschuldigen die Unterbrechung gerade im Gespräch, für das Feld. Denn dadurch habe ich weniger Probleme im Nachhinein, wenn ich unter Umständen doch auf Gegenwehr stoße, dass das nicht mehr ganz so viele sind. So, jetzt habe ich natürlich keine Möglichkeit. Aber. Das ist dein Ende! Mein Leben! Bitte. So, jetzt sind die Jungs sehr, sehr kopflos. Rennen natürlich alle wild hin und her und weg. Was für mich natürlich bedeutet, ich werde dir die Kehle auf! Wenn es auch nicht ganz klappt. Ja. So, natürlich ist kein Gegner mehr jetzt geradezu. Töten. So, Mörserbombenfall. Tötet mich und nicht. Ein bisschen Geld bekommen. Dann begebe ich mich mal weiter in die Krypta. Meine Familie wird euch eure
eure Gnade. Was ist? Bist du jetzt der beste Einbrecher oder nicht? Los, B1. Der Kommandeur will, dass wir warten. Will noch jemand warten? Das war sehr schmerzlos gerade von diesen Vorgesetzten, / Kommandanten. So, muss mich jetzt dahin begeben, um das natürlich ohne, wenn es geht, in einen Kampf zu geraten. Was mir nicht unbedingt immer gelingt. Das bezweifle ich mal, dass du das tust. So. Ich kenne natürlich die Jungs nur so, dass sie mich sehen können. Na komm schon! Einen Moment mal! Zum Teufel! Ich nehme dir dein Herz und deine Reichtümer! Ich bring dich um! So, Glück gehabt. Dass die Jungs jetzt mich nicht mal. So, dann muss ich hier hin, scheinbar, beziehungsweise wohl deutlich zu sehen. Neues Ziel, das Rätsel lösen. So, dann werde ich das mal versuchen. Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes diesen Hinweis. So, jetzt werden sich bestimmt einige oder viele fragen, was muss ich hier machen? Ich gestehe jetzt erstmal, ich bin hier schon mal gewesen und habe diese Erinnerung für die Aufnahme nochmal gestartet, denn beim ersten Mal habe ich ehrlich gesagt ungefähr 40 Minuten gebraucht, um zu verstehen, was ich hier tun soll. Auch wenn es mir relativ klar war, hat es doch nicht funktioniert und ich bin sogar noch auf die andere Seite gegangen, zu dem anderen Punkt, wo ich hin muss und so. Und naja, um das kurz zu fassen, ihr müsst in einer bestimmten Reihenfolge diese Kohlebecher, oder wie man das nennt, mal gucken, was. Ja, jedenfalls müsst ihr diese in einer bestimmten Reihenfolge zum Glühen bringen. Das Problem war, wie gesagt, bis ich das mitbekommen habe und verstanden habe, hat das echt sehr lange gedauert. So. Und aufgrund dessen zeige ich euch jetzt mal kurz die richtige Reihenfolge. Wobei, wer das jetzt nicht möchte, sollte dann im Video ein wenig vorspulen und sich den Spaß mal gönnen, das selbst herauszufinden. Wie gesagt, ich habe sehr lange dafür gebraucht. Was jetzt aber auch daran liegt, dass ich nicht vorher mich irgendwie schon anderweitig erkundigt habe, über Google, YouTube oder sonst irgendwie. Sprich, ich versuche das immer selbst zu lösen. Biete euch jetzt nur gerade die Möglichkeit, dies wahrzunehmen. Der Geist des Königs! Der Geist! Was für ein Apparat ist das? Es ist aus Licht gemacht, genau wie die Karte. So, jetzt muss ich mich auf den Weg zu der anderen, in den anderen Raum schleichen. Was ich jetzt auch versuchen werde. Dazu muss ich jetzt sagen, ab hier habe ich dann die Erinnerung neu gestartet, nachdem ich das herausgefunden habe für die Erinnerung. Aufgrund dessen weiß ich ab hier nicht mehr, was mich erwartet.
sprich, ich bin jetzt genauso gespannt wie ihr. So, erstmal wieder. Ist natürlich vielleicht am sinnvollsten, oben rumzugehen, von wo man gekommen ist. Und dann geht man auch den ganzen. Das war jetzt gerade knapp. Na. Und, oh, was hat er denn jetzt hier für ein Problem? Ah, jetzt geht er da hoch. Okay. Das ist eben gerade nicht ganz so funktioniert, wie ich das gerne hätte. So. Ein Schwert! Seltsam. Ich hau dich in der Mitte durch! Und habe jetzt. Ja, wenn ich das richtig sehe, mit den Vorgaben in den anderen Raum schleichen, mich dorthin begeben. So, in den anderen Raum bin ich jetzt angekommen. Muss jetzt hier wieder mit dieser Figur oder diesen Schatten interagieren. Geschafft! Und muss jetzt hier wieder ein Rätsel lösen. Das ist ja natürlich wie immer sehr. So, die Geheimnisse mit der Lichtquelle aufklären. Benutzen Sie Laternen, um versteckte Botschaften, Karten und Hinweise aufzudecken. So, jetzt habe ich natürlich erstmal. In Ordnung. Probier jetzt einfach mal wild. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. So, muss ich jetzt hin? Nee, scheinbar war dies nicht richtig. Okay. So. Das hat schon mal gar nicht funktioniert. Okay. Diese leuchten jetzt länger. So, der Kreis leuchtet jetzt. Gut. Geht das hier los? Worauf muss ich jetzt eher achten? Wahrscheinlich hinten wieder auf diese Feuertöpfe. Okay. So, mal gucken. Dieser brennen bleibt, dann ist es nämlich der richtige, glaube ich. Nein, gut, dann war es der falsche. Jetzt müssen wir erstmal den ersten suchen. Ja, manchmal brauche ich ein bisschen länger, um das zu verstehen, worauf ich achten muss. Nein, auch nicht der richtige. Verpufft sofort, also ist dies müsste dann der erste sein. Richtig? Hoffe ich jetzt mal. Jo, sehr schön. Das Problem ist, ich kann sie nur nach vorne und weiß nicht in welcher Reihenfolge, denn hier kommt irgendwie keine gute Information. Jetzt kann ich eigentlich nur noch sinnlos.
möchten. Ja, das ist mal wieder wie immer sehr schön. Auch nicht richtig. Ich darf nur das Rätsel lösen. So. Mal hier links. So. In einer bestimmten Reihenfolge muss ich wahrscheinlich diese betätigen. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge. Glück gehabt. Der Geist des Königs flieht, wenn ihr das Leben liebt. Okay. Ja, mehr oder minder erfolgreich habe ich gerade das euch ja gezeigt, wie es geht. Hat echt ganz schön lange gedauert gerade, finde ich. Obwohl beim letzten Mal hat echt noch länger gedauert. Da habe ich mich gerade geschickter angestellt. So. Kurz mal noch wieder die Laterne aus. Lang. So. Erstmal wieder auffüllen. So, gleich zum nächsten Rätsel. Okay, erstmal wieder interagieren. Na bitte. Jetzt geht das wieder los. In der Reihenfolge. Das letzte Rätsel zu lösen. Gut, fangen wir mal hier an. Den hier. Dann probiere ich mich einfach mal an dem hier. Ich hoffe mal, das geht jetzt alles richtig. Und gespannt, was ich jetzt nächstes machen muss. Ja, dann mache ich mal die netten Figürchen hier. So, geht auch. So. Wenn ich das richtig sehe. Okay.
Okay. So, ganz geschickt anstellen. Aha. Einfach nur mehrmals. Scheinbar euch das jetzt Rätsel gelöst. Das jetzt eher für mich am einfachsten war. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder hier rauskommen. So. Na. Mal geplättet, dass ich hier nicht ohne weiteres rauskomme. Scheinbar. Aber Moment mal. Hier war ja irgendwo diese komische der nette Holzweg. So, das ist scheinbar die einzige, wo ich hochkomme. Also gehe ich erstmal die jetzt hoch. Ja, genau. Muss man nämlich den gleichen Weg, wie man runtergekommen ist, auch wieder hochgehen. So. So. Haben wir das? So. RT und A nach hinten. Abstoßen. Interessanterweise nimmt das bei mir nicht. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Ups, das war gar nicht gut. RT und A drücken. So, das Lustige ist, ich drücke das und trotzdem funktioniert es bei mir gerade nicht. Ah, mehrmals scheinbar wieder. Das ist hier so eine Aktion. So. So, da geht's rein. Ne, das werde ich ganz und gar nicht. Warum er jetzt natürlich den Sprung nicht macht, kann ich nicht sagen. So, das richtige Schlüsselloch finden. So, dann kann ich jetzt nur beten, dass ich das richtige finde. Und da, das Schloss. Nun zum goldenen Schlüssel. Ja, das war wohl diese Erinnerung. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und ebenso hoffe ich natürlich auch, dass wir uns dann wieder beim nächsten Mal sehen. Und wie gesagt, viel Spaß beim selber Spielen.